Die europäische Seuchenbehörde ECDC sieht derzeit keine dringende Notwendigkeit für eine allgemeine dritte Impfung gegen das Coronavirus, außer bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Nach Bayern haben bereits zahlreiche Bundesländer mit Boosterimpfungen für besonders gefährdete Gruppen begonnen. Ärztepräsident Klaus Reinhardt kritisiert dieses Vorgehen. Die Politik schüre eine Erwartungshaltung bei den Patienten, die viele Ärzte ohne Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission nicht bedienen wollen. Es fehlten, so Reinhardt, aussagekräftige Studien, ob und wann eine Auffrischungsimpfung nötig sei.